Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwecker-Helden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden Thema. Und zwar geht es heute um die Schimmelsanierung im Altbau. Gerade bei so kleineren energetischen, ich nenne es mal Teilsanierungen, ja, also der Klassiker ist eigentlich da so der Fenstertausch, kann es sehr häufig dazu kommen, dass man eben im Nachhinein dann auf einmal irgendwo Schimmel in seiner Wohnung entdeckt. Und wir schauen uns heute mal an, wie kommt das eigentlich, wo kommt der Schimmel her und was viel wichtiger ist, was kann man dann im Rahmen einer sogenannten Schimmelsanierung tun, damit der Schimmel auch möglichst schnell und vor allen Dingen auch permanent wieder verschwindet. Ja, und dann steigen wir jetzt mal ein mit so einem kleinen, ich will es mal nennen, Exkurs in die Biologie. Wo kommen überhaupt jetzt die Schimmelsporen und so weiter eigentlich her? Da können wir sagen, da kannst du schon mal erstmal gar nichts gegen machen, weil die Schimmelsporen sind schlichtweg überall in der Luft. Auch hier in meinem Studio, ne, überall. Letzten Endes, die Schimmelsporen kriegst du auch nicht raus aus deinem Haus. Was der Schimmel allerdings braucht, um jetzt zu wachsen, ist natürlich eine entsprechende Umgebung. Ja, mit eigentlich nur drei Komponenten. Du brauchst zum einen etwas Nahrung, da können wir eine Checkliste von machen, ein bisschen Nahrung. Was brauchst du im Schimmelpilz? Letzten Endes so ein bisschen Zellulose, Kohlenhydrate, also da reicht ein bisschen Staub oder eben auch ganz beliebt ist vor allen Dingen eine entsprechende Tapete. Ja? Das reicht schon vollkommen aus als Nahrung. So, Check Nummer 1. Dann brauchen wir die richtige Temperatur. Schimmelpilz fühlt sich meistens so im Bereich unter 14 Grad Celsius wohl. Ne? Also wenn es zu warm wird, dann wächst er nicht mehr. Zumindest ist den wir jetzt hier bezeichnen in unserer Wohnung. Das ist jetzt so eine Sache in einem Altbau mit ungedämmten Außenwänden. Da hast du im Winter je nach Außentemperatur natürlich, aber da erreichst du schon Wandoberflächentemperaturen von so 12 Grad und in Hausecken, also in den Ecken, kann es auch durchaus mal in Richtung 10 Grad gehen. Das heißt also Temperatur, richtige Temperatur für den Schimmel haben wir auf jeden Fall auch. Können wir auch einen Check hinter machen. Und was dann noch fehlt, ist ein bisschen Feuchtigkeit. Das heißt, wenn der Schimmel diese drei Komponenten hat, Temperatur, ein bisschen Nahrung, ein bisschen Feuchtigkeit, dann kann der wachsen. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie Feuchtigkeit, wo kommt denn die jetzt her? Das ist auch ganz einfach. Die Feuchtigkeit kommt schlichtweg aus unserer Raumluft. Dazu auch, das ist wieder so ein bisschen Physik wieder an der Stelle. Letzten Endes muss man da nur einen Begriff in meinem Auge haben, nämlich die relative Luftfeuchtigkeit. Wenn ich nämlich eine Luft, ich nenne es immer ein Luftpaket, ne, das heißt, du hast jetzt deine Raumluft in deinem Raum, meinetwegen in deinem Schlafzimmer, und diese Raumluft hat eine Temperatur von 20 Grad Celsius und eine relative Luftfeuchte von 60%. Das ist jetzt relativ viel, aber wir einfach nur mal so zu Verdeutlichung. So, und dieses Luftpaket, wenn ich das jetzt abkühle auf 19 Grad, auf 18 Grad und sonst nichts mache, nur abkühle, dann steigt aus physikalischen Gründen die relative Luftfeuchte. Das heißt, die steigt dann auf 80%, auf 90% und bei ungefähr so 13 Grad Celsius, das kommt auch so ein bisschen auf Druck an, wie gesagt, das soll ganz einfach sein, bei ungefähr 13 Grad Celsius, da erreichst du dann die 100% Luftfeuchte. Und das bedeutet, dass das Luftpaket nicht mehr weiter in der Lage ist, das gespeicherte Wasser in Form von Wasserdampf zu halten. Das heißt, das Wasser kondensiert. So. Und das ist praktisch denn der Lieferant für unser Wasser, weil wir ja gerade schon gesagt haben, unsere Hausecke oder unsere Innenecke oder generell unsere Außenwand hat ja durchaus Temperaturen von unter 12 Grad Celsius im Winter. Und das reicht schon vollkommen aus. Das heißt, wenn also meine Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist, dann habe ich automatisch relativ hohes Potenzial, dass meine Ecken oder meine Außenwände feucht werden. Ja, so viel aus der Biologie zu unserem Schimmel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie entsteht denn jetzt der Schimmel bei uns in der Wohnung? Ja, was sind so die Ursachen dafür? Hauptursache 1 oder häufige Ursache ist erstmal, dass man sich grundsätzlich falsch verhält. Ja, falsches Lüftungsverhalten, man sorgt für überproportional viel Luftfeuchtigkeit im Raum und so weiter. Da kommen wir gleich nochmal im Speziellen drauf. Also sprich, wir selber als Bewohner der Wohnung haben da durchaus einen relativ großen Einfluss drauf. Dann das Zweite, was auch sehr häufig ist und meistens bei den meisten als erstes gar nicht erst so in Betracht kommt, man findet irgendwo eine Stelle an der Wand, da kommt auf einmal Schimmel. Und das kann durchaus auch einfach ein Defekt sein. Zum Beispiel kann das Dach undicht geworden sein, da läuft irgendwo jetzt hinter den Verkleidungen Wasser runter, sammelt sich irgendwo an, durchfeuchtet die Konstruktion, ja, dass man also übermäßig viel Wasser auf einmal in der Konstruktion hat. Das kann ein defektes Wasserrohr sein, das kann auch was
auch häufig passiert, ein Fallrohr, was irgendwo kaputt ist, ne? Also Abwasser nenne ich es jetzt mal, entweder Regenwasser oder auch wirklich das Abwasser, dass irgendwo was undicht ist. Also da sollte man erstmal schauen, gerade bei so punktuellen Schimmelproblemen, ist das häufig zurückzuführen auf eben einen Defekt bzw. Baumangel in der Art. Ne? Da gibt es also vielfältige Möglichkeiten, das sollte man immer als erstes checken. Und die dritte Ursache ist, sage ich mal, der absolute Klassiker für Schimmel in der Wohnung, nämlich der Austausch der alten Fenster gegen nagelneue. Also von den energetischen Sanierungen, die man so machen kann, jetzt sei es Dämmung oder sonst irgendwelche Maßnahmen, ist praktisch der Fenstertausch tatsächlich der Sanierungsteil, der am meisten für Schimmelprobleme im Nachhinein sorgen kann. Nicht muss, wohlgemerkt. Aber wo man auf jeden Fall das nicht unterschätzen sollte, weil das durchaus bauphysikalisch einen relativ großen Einfluss auf eben das gesamte Verhalten von deinem Haus so im bauphysikalischen Sinne hat. Letzten Endes führt der Einbau von neuen Fenstern zu zwei grundsätzlichen Problemen. Zum einen zu einem Temperaturproblem, ja, da kommen wir gleich drauf, und zum anderen zu einem Lüftungsproblem. Fangen wir an mit dem Temperaturproblem. Was meine ich damit? Grundsätzlich die Oberfläche des Fensters. Ja, je schlechter der U-Wert ist, muss man ja jetzt also auch das nur zum Verständnis, ne, je schlechter, also je höher die Zahl ist, je schlechter der U-Wert, desto mehr Wärme fließt ja praktisch durch das Bauteil und desto kälter ist die Oberfläche des jeweiligen Bauteils. Und die meisten werden das kennen, in einem Altbau mit alten Fenstern ist es in der Regel so, wenn ihr euch in so einem Raum aufhaltet und die Luftfeuchtigkeit steigt an, dann wird irgendwann an eurem Fenster Tauwasser entstehen. Das werden viele, wahrscheinlich so gut wie alle von euch schon mal irgendwo gesehen haben, dass dann halt am Fenster Tauwasser entsteht, das fließt vielleicht am Fenster runter auf die Fensterbank und du hast vielleicht sogar so kleine Pfützen auf der Fensterbank. Das ist praktisch das Tauwasser, was die Luft abgeben musste und was sie dann eben an dem entsprechend kältesten Punkt im Raum abgegeben hat. Das tut sie am Fenster, weil die Wände immer einen besseren U-Wert haben als das Fenster, also vorher. Und deswegen da kein Problem, weil die Luft hat sich an dem Fenster entfeuchtet. Wenn ich jetzt ein neues Fenster einbaue, ist das aber was anderes. Dann ändert sich nämlich die Temperaturbedingung in dem Raum. Das Fenster hat jetzt den besten U-Wert. Das heißt, die Oberfläche des Fensters ist auf jeden Fall wärmer als die Oberfläche der Wand und auf jeden Fall wärmer, wenn du jetzt einen Raum hast mit einer Außenecke. Dann ist die Temperatur erst recht wärmer als in der Außenecke. Und das bedeutet, wenn du jetzt wieder die Situation hast, dass die Luftfeuchtigkeit ansteigt, dann kondensiert das Wasser auf jeden Fall an deiner Wand, ne, und nicht mehr am Fenster. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ne, das wird immer passieren. Und ja, wenn du dann eben genau an der Ecke oder an der Außenwand, wie auch immer, wenn du da dann die Bedingung schaffst für den Schimmel, was wir eben eingangs erklärt haben, dann wächst da auch zwangsläufig Schimmel. Und Problem Nummer 2 ist dann ein Lüftungsproblem. Ne? Was meine ich damit? Das alte Fenster, was da vorher drin war, da kannst du dich auf den Kopf stellen, das war immer extrem undicht. Also egal, auch wenn du da mal eine neue Dichtung reingezogen hast oder sonst irgendwas, das war immer ziemlich undicht. Sprich also, da ist immer ein permanenter Luftaustausch vorhanden gewesen. Ja? Gerade im Winter wird man das kennen, wenn man vor so einem alten Fenster steht, da zieht es eigentlich immer irgendwo so ein bisschen durch. Das war aber gar nicht so schlimm, das ist natürlich schlecht für die Energiebilanz auf jeden Fall. Aber dieser permanente Luftaustausch, der hat halt dafür gesorgt, dass permanent etwas kalte Luft immer in den Raum hineinkommt. Und das hat einen positiven Effekt, zumindest was die relative Luftfeuchtigkeit anbelangt. Das funktioniert dann nämlich genau andersrum. Wir haben ja eben erwähnt, wenn ich ein warmes Luftpaket nehme und kühle es ab, dann steigt die relative Luftfeuchte. Und genau andersrum passiert das natürlich. Wenn ich jetzt ein kaltes Luftpaket in meinen Raum hinzufüge und heize es auf mit meiner Heizung, sprich meinem warmen Luftpaket, dann sinkt die relative Luftfeuchte. Das heißt also, mit so einem undichten Fenster hast du in der Regel nie Probleme mit Schimmel oder mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Oft eher im Gegenteil. Wir haben das auch bei uns im Altbau. Mit undichten Fenstern hast du oft so niedrige Raumluftfeuchten, dass es dann schon unangenehm ist. Also so unter 40% abwärts, dann wird es echt unangenehm. Dann kannst du es dann tut das irgendwann, kriegst du Halsschmerzen und so. Also da muss man dann sogar mit Luftbefeuchtern arbeiten, um überhaupt auf eine vernünftige relative Luftfeuchte zu kommen. So, das ist halt permanent passiert, alles gut. Das heißt, man hat eigentlich mit dem alten Fenster keine Probleme mit Schimmel. Wenn du jetzt ein neues Fenster einbaust, und zwar ist das dann völlig egal, ob das ein Dreifachglasfenster der neuesten Generation mit einem U-Wert von 0,5 ist oder ob das ein Zweifachglasfenster ist, was vielleicht einen etwas schlechteren U-Wert hat von so 1,0, da spielt an der Stelle gar keine Rolle, weil luftdicht sind die beide. Die sind fabrikneu nach der neuesten Technologie hergestellt, auch ob das ein Holz- oder ein Kunststofffenster ist, spielt alles keine Rolle, die sind dann luftdicht. Und das führt dazu, dass natürlich dieser natürliche Luftaustausch, der vorher da war, der ist jetzt weg. Und das kann eben dazu führen, wenn man jetzt damit gelebt hat, man hat jetzt schon 20 Jahre in dem Haus gelebt und hat noch nie groß sich ums Lüften kümmern müssen,
Das muss man jetzt auf einmal tun. Jetzt muss man sich auf einmal wirklich ernsthaft um das Lüften Gedanken machen. Und das ist dann oft das Problem. Nach so einer Fenstersanierung braucht man erst eine gewisse Eingewöhnungszeit, um sich daran zu gewöhnen, weil jetzt steigt die relative Luftfeuchte in so einem Raum dann doch recht schnell an. Da wird man sich dann schon wundern. Und ja, das führt dann auch mit eben dem nicht richtig angelernten Lüftungsverhalten dann genau dazu, dass sich wieder Schimmel bildet. So, jetzt haben wir viel über den Schimmel und die Entstehung gesprochen, aber wie werde ich das Zeug denn jetzt los, wenn es denn mal irgendwie passiert ist? Erstens natürlich wichtig, dass man klären muss, ist das jetzt eine Ursache, die auf einen Defekt und so weiter beruht, oder ist das vielleicht mehr eine Verhaltens- oder eine Bauart bedingter Defekt letzten Endes? Also sprich, hat das was mit der Bausubstanz zu tun? Es gibt natürlich, da nur kurz einmal der Vollständigkeit halber, es gibt ja diese Schimmelentfernungssprays, die sind oft so auf Chlorbasis und so, die kann man dann draufsprühen, der Schimmel wird definitiv bekämpft, alles gut. Das ist allerdings keine permanente Maßnahme, das sollte einem klar sein. Das ist, damit kann ich natürlich den Schimmel vernichten, wenn ich jetzt sowas wie einen Defekt oder so hatte. Ich habe den Defekt behoben und muss jetzt den Schimmel loswerden, damit alles wieder gut ist. Dafür kann man das machen. Aber ansonsten ist das natürlich, wenn man jetzt ein permanentes Problem hat, weil man nicht richtig lüftet, dann bringt einem das nichts. Dann ist das reine Geld- und Zeitverschwendung, da immer wieder dieses Chlorspray drauf zu sprühen. Man muss also die Ursache muss man natürlich beheben. Das ist ganz wichtig. So, und Ursachen, was ich gerade schon meinte, gibt es letztendlich zwei Kategorien. Einmal die verhaltensmäßigen Ursachen, würde ich es mal nennen, und eben die bauartbedingten Ursachen. Und bei dem Verhalten, wenn wir damit anfangen, habe ich ja gerade schon mehrmals erwähnt, richtiges Lüften. Ne? Da hatte ich schon mal, ein Video zu gemacht, das können wir ja hier mal einblenden, deswegen gehe ich nicht genau jetzt aufs Detail mit ein, aber richtiges Lüften ist natürlich enorm wichtig. Hat man häufig im Altbau nicht groß praktiziert, weil man undichte Fenster hatte. Wenn man das jetzt mit neuen Fenstern hat, dann muss man allerdings ein bisschen mehr aufs Lüftungsverhalten achten. Deswegen ist das schon enorm wichtig. Ne? Also da gehören so Sachen zu, mit überhaupt erstmal mehrmals täglich durchlüften, wenn man gerade viel Feuchtigkeit erzeugt hat, nenne ich es mal. Also zum Beispiel durchs Baden oder durchs Kochen und so weiter, dass man dann halt stoßlüftet und so weiter. Ne? Das ist halt Kategorie richtiges Lüften. Dazu kommt die Kategorie richtiges Heizen. Das ist gerade im Moment sehr aktuell. Hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, fällt mir gerade ein. Richtiges Heizen, was meine ich damit? Man muss einen Altbau natürlich auch ein bisschen beheizen. Ne? Man darf also nicht einfach die Heizung ausstellen und dann bei 16 Grad da irgendwo im Raum bibbern. Das funktioniert nämlich häufig auch nicht schlecht, weil wir gerade gesagt haben, je niedriger die Raumtemperatur ist, desto schneller ist natürlich eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% erreicht. Und das ist eben auch nicht gut. Deswegen muss man sehen, also man rät schon dazu, die Raumtemperatur, habe ich in meinem Video auch beschrieben, nicht unter 18 Grad, gerade auch jetzt hier in Energiekrise und so weiter, fällt das vielen schwer, nicht unter 18 Grad Raumtemperatur zu heizen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel Räume des Hauses gar nicht beheizt, ist ja häufig so ein Schlafzimmer und so weiter, was man gar nicht beheizt, immer darauf achten, dass die Türen geschlossen sind, dass also kein Luftaustausch stattfinden kann zwischen der vielleicht aufgewärmten Wohnung und dem kalten Raum dazu. Ja, das sind so Sachen, das habe ich aber auch in dem Video, was ich eben eingeblendet habe, nochmal extra geklärt. Was man dann auch vermeiden sollte, das nenne ich mal so Einrichtungsgeschichten, ja, jetzt hier nicht nach Feng Shui und so, sondern einfach nur darauf man achten sollte, möglichst keine großen Möbelstücke an Außenwände zu stellen. Ja, also wenn man da so richtig so einen riesengroßen Eichenschrank oder so, das kann dann schon sehr unschön werden, wenn der an der Außenwand steht, weil sich nämlich dahinter, hinter Möbelstücken, dann so kleine Mikroklima bilden kann. Somit, da kommt erstmal die Heizwärme nicht so hin, das heißt, da ist es dann grundsätzlich oft schon mal ein bisschen kälter. Und ja, das brauche ich nicht erzählen. Ne? Dann hast du da die Feuchtigkeit, erst recht die Kälte und dann hast du meist auch richtig hässlichen Schimmel und das kann also richtig übel werden. Also es gibt viele Leute, die bei so einem Umzug dann erstmal kurz rausgehen mussten und an zu weinen gefangen haben, als sie dann irgend so einen Schrank von der Wand weggezogen haben. Da sollte man einfach darauf achten, wenn Möbelstücke an der Außenwand stehen, dass die möglichst auch ein Stück weit wegstehen. Oder am besten gar nicht an der Außenwand. Das ist auch mal relativ wichtig. Auch Heizungen zum Beispiel sollte man nie zustellen. Die sollten immer möglichst frei sein, damit die eben am besten auch ihre Heizwärme dann in den Raum abgeben können. Und was auch häufig so ein bisschen unterschätzt wird, das ist halt den Feuchteertrag, den man in so eine Wohnung hineinbringt als Mensch, wenn man die bewohnt. Dann geht es zum Beispiel darum, Wäsche trocknen. Dann im Winter Wäsche trocknen, ja okay, was soll's. Die kommt aus der Waschmaschine, dann hänge ich die auf den Ständer und stelle die einfach in mein Schlafzimmer, weil da gerade Platz ist. Ja. Und das kann auch die Luftfeuchtigkeit empfindlich in hohe Regionen bringen, was dann wiederum auch nicht so optimal ist. Also auch da
Was ich eben auch schon kurz meinte beim richtigen Lüften, ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt koche und viel Feuchtigkeit produziere, dass ich mir dessen bewusst werde. Und immer dann, wenn ich so etwas tue, baden, kochen, sonst irgendwas, dass ich dann immer aktiv auch dran arbeite, diese Feuchtigkeit wieder aus dem Raum hinaus zu bekommen. Weil das eben ansonsten, ja, Schimmel, wer hätte das gedacht, zur Folge haben kann. Ja, und wenn die eben genannten Verhaltensmaßnahmen jetzt nicht so richtig funktionieren, ihr habt das jetzt vielleicht schon so ein paar Wochen ausprobiert, habt ein bisschen geguckt, aber kriegt es nicht, das Schimmelproblem, der Schimmel kommt immer wieder, ihr kriegt es nicht in den Griff, dann muss man sich tatsächlich mal mit den baulichen Maßnahmen beschäftigen. Was kann man da alles so machen? Zum einen erstmal die Wandoberfläche, damit geht das los. Wir haben ja eben schon gesagt, der Schimmel braucht ja irgendwo erstmal eine Art Nährboden und dafür sind zum Beispiel Tapeten sehr gut geeignet. Das heißt also, wenn ihr eine Außenwand habt, die tapeziert ist, dann sollte man da als erstes bei, die Tapete sollte man da schlichtweg abreißen. Was hat man als Alternative? Jetzt ist häufig das Problem, unter der Tapete ist dann, keine Ahnung, irgend so ein alter Zementputz oder irgendwie sowas. Da bleibt eigentlich fast nichts anderes übrig, diesen Zementputz abzukloppen und gegen einen Kalkputz zu ersetzen, und zwar einen reinen Kalkputz. Worum es dabei geht, ist letztendlich der Kalkputz an sich. Der hat eine sehr positive Eigenschaft für Altbauten. Der ist nämlich feuchteregulierend. Das heißt, der hat die Möglichkeit, Raumfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen. Das heißt, die Wandtemperatur wird dadurch überhaupt gar nicht verändert. Das Wasser wird weiterhin an der Wand kondensieren. Aber der Kalkputz kann das aufnehmen. Ich sag mal so ein ganz salopp wie so ein Schwamm. Der kann das halt aufnehmen. Und wenn die Raumluft wieder trocken genug ist, sag ich mal, dann kann er das wieder abgeben an die Raumluft. Das heißt, er reguliert so ein ganz klein bisschen. Und dazu sorgt der Kalk aber auch dafür, dass die gesamte Oberfläche alkalisch ist und da kann kein Schimmel wachsen. Also da ist es dann nicht so schlimm, wenn du da eine höhere Feuchtigkeit hast. Und zu dem Kalkputz kann man dann am Ende noch als Finish praktisch eine entsprechende Kalk- oder Silikatfarbe wählen. Das ist auch sehr wichtig, weil auch diese Farbe ganz wichtig ist, diffusionsoffen und ebenfalls alkalisch. Dadurch kannst du das Schlafzimmer, Wohnzimmer, whatever, das kannst du trotzdem frei gestalten von der Form. Du hast dann nur keine Blümchentapete mehr da dran, außer du malst sie dir mit Silikatfarbe selber. Aber du hast eben eine Oberfläche, auf der absolut kein Schimmel wachsen kann. Das heißt, selbst wenn du nichts weiter änderst, dann kannst du durch die Änderung des Putzes auf eben Kalkputz und eben entsprechende Kalk-Silikatfarben, kannst du dafür sorgen, dass trotz, dass da mal irgendwo Feuchtigkeit anfällt, da in Zukunft nichts mehr mit passiert. Und so einen Putz runterzukloppen, das ist eine Sauerei, das gebe ich zu, das ist schon scheiße. Aber das ist mit recht einfachen Maschinen zu gestalten, da braucht man also jetzt nicht die großen Maschinen für. Man kann Raum für Raum arbeiten, wodurch man sich das eigentlich ganz gut einteilen kann und naja, so wahnsinnig viele Außenwände hat man ja am Ende des Tages auch nicht. Also das ist durchaus eine Maßnahme, die man für recht günstig Geld auch alleine bewerkstelligen kann, wodurch man vor allen Dingen dann nachhaltig dafür sorgt, dass der Schimmel nicht mehr wiederkommt. Ja, als nächstes, wenn man es so ein bisschen besser oder umfangreicher machen möchte, kann ich auch sehr empfehlen, die sogenannten Calcium-Silikat-Platten oder auch Klimaplatten genannt. Auch da habe ich mal ein Video zu gemacht, kann ich mal hier verlinken. Das hier ist eine Calcium, das ist natürlich jetzt hier nur so ein kleines Stück, ja, das ist so ein kleines Stück Calcium-Silikat-Platte. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken. Die werden tatsächlich auch ein Stück weit, ich habe es glaube ich auch in meiner Playlist von Dämmstoffen, weil die durchaus auch als Innendämmung verwendet werden können. Die haben allerdings nur einen sehr schlechten Dämmwert. Also wir reden mal über so eine Wärmeleitfähigkeit von 0,065 bis 0,07 Watt durch Meter mal Kelvin. Das ist also für einen Dämmstoff schon recht mager, ne? Zum Vergleich jetzt so eine Holzfaser oder sie kommt aufs Doppelte. Das heißt also mit so einer 2 cm oder 3 cm Platte kannst du jetzt keine große Innendämmung erreichen. Aber nichtsdestotrotz führt natürlich auch dieser minimale Dämmwert bereits dazu, dass die Temperatur der Wand ein bisschen erhöht wird, ne, weil eben letzten Endes der Wärmedurchlasskoeffizient der Wand verändert wird. Die Calcium-Silikatplatte hat den, deswegen heißt sie auch Klimaplatte, die hat die gleiche Eigenschaft wie auch der Kalkputz, das heißt, die kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, ist kapillaraktiv, diffusionsoffen, das heißt, die kann dann auch die Feuchtigkeit die ganze Zeit regulieren in dem Raum und eben abgestrichen oder abgeputzt mit einem Kalkputz funktioniert das wunderbar. Allerdings sind solche Platten ziemlich teuer. Da reden wir also schon bei so einer 2-2,5 cm Platte von locker 30 bis 35 Euro pro Quadratmeter. Und das, obwohl man da keinen wirklich ernsthaften Dämmwert mit erreichen kann. Aber eben genau für so eine Schimmelsanierung sind die absolut perfekt geeignet. Das ist sowas, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hauswirtschaftsraum hat, wo man wirklich Waschmaschine, Trockner, wo man
richtig Feuchtigkeit reinbringt und da wirklich einen richtigen Puffer braucht. Da reicht nämlich dann der Kalkputz alleine nicht aus. Da braucht man dann sowas hier. Und das funktioniert dafür dann allerdings sehr gut. Würde ich jetzt aber so in so einem normalen Wohnraum, wo der feuchte Ertrag jetzt vielleicht nicht ganz so hoch ist, muss man dann selber wissen. Ne? Für die Verarbeitung her, du brauchst trotzdem, du musst dann also auch die alte Wand erstmal von dem wahrscheinlich Zementputz befreien. Ne? Also da darf nichts zwischen sein. Dann machst du da auch einen Kalkunterputz drauf. Da legst du dann praktisch in den Putz diese Platten, befestigst die und dann kommt da nochmal ein Putz drauf nachher. Ne? Damit das Ganze funktioniert. Ist also schon ein ganzes Stück aufwendiger und vor allen Dingen auch teurer. Wobei auch hier man das durchaus auch durchaus in Eigenleistung erledigen könnte, um sich da zumindest die Handwerkerkosten so ein Stück weit dann einzusparen. Ja, und als letztes im Bunde hätten wir dann noch die Lüftungsanlagen. Wir haben ja eben gesagt, wir haben ja nicht nur eine Temperatur, wir haben ja auch durchaus ein Lüftungsproblem und da kann uns dann tatsächlich auch eine Lüftungsanlage helfen. Was meine ich damit oder worüber rede ich? Damit meine ich hauptsächlich dezentrale Lüftungsanlagen oder alternativ wesentlich günstiger entsprechende Abluftanlagen oder ein Abluftsystem. Wann verwendet man welches? Was ist das überhaupt? Ein Abluftsystem ist letztendlich nichts weiter. Das kennen die meisten vielleicht aus so alten Toiletten im Innenraum, wo man jetzt kein Fenster hat. Da geht dann also ein alter Röllelüfter geht da einfach an, wenn das Licht einschaltet. Ne? Der so ein bisschen den Mief da aus der Bude rauspusten soll. Und sowas gibt es auch heutzutage ein bisschen moderner, mit ein bisschen mehr Leistung, vor allen Dingen nicht so laut und ein bisschen einfacher, mit einer leichten Steuerung auch dabei. Das heißt, da ist dann tatsächlich ein Feuchtesensor dran. Und wenn du den jetzt beispielsweise in deiner Küche installierst oder auch im Badezimmer, das sind so die Haupteinsatzbereiche, also da, wo sprunghaft sehr viel Luftfeuchtigkeit anfällt. Das wären genau diese beiden Einsatzgebiete. Dann da installierst du den und wenn die Luftfeuchtigkeit in dem Bereich ansteigt, dann registriert er das und dann fängt er an zu pusten und pustet praktisch dann die feuchte Luft direkt nach draußen, bevor die überhaupt irgendwo in der Wohnung dann noch für Probleme sorgen kann. Das ist eine sehr einfache Lösung. Diese Lüfter, diese Ablüfter sind relativ günstig. Natürlich für die Installation in der Außenwand muss eine Kernbohrung so 10 cm, 12 cm gemacht werden. Das bleibt jetzt bei so einem Lüftungssystem natürlich nicht aus. Da muss man je nach Wand vielleicht auch eine Firma für kommen lassen, weil eben so eine Kernbohrung in so einer richtig großen Außenwand in dem Durchmesser hat man selten. Jetzt, das ist jetzt kein Lidl-Werkzeug, mit dem du da anfangen kannst. Aber insgesamt ist das schon noch eine vertretbare Installationsaufwand. Die dezentralen Lüftungsanlagen funktionieren so ein ganz bisschen anders. Die laufen praktisch permanent und sorgen permanent dafür, dass eben die Luftwechselrate in deinen Räumen immer, ich nenne es mal, richtig ist. Ja, da gibt es auch die Normen für die Luftwechselrate für verschiedene Räume etc. pp. Und die sorgen einfach nur dafür, dass zum Beispiel, da ist jetzt der Anwendungsfall, wäre dann sowas wie ein Schlafzimmer. Das heißt, Räume, die eventuell über einen Zeitraum, längere Zeit, aus welchen Gründen auch immer, nicht gelüftet werden, wo aber die Luftfeuchtigkeit permanent ansteigt. Dafür ist das perfekte Beispiel, ein Schlafzimmer. Da legst du dich abends rein, bei einer Luftfeuchtigkeit von, keine Ahnung, relativ 50%. Die ganze Nacht fängst du da an zu atmen, an zu schwitzen, sonst irgendwas, bei geschlossenem Fenster, geschlossener Tür. Und die Luftfeuchtigkeit steigt dann meistens sehr schnell in Richtung 80 oder sonst irgendwas an. Was dann dazu führt, dass du an den Außenwänden praktisch dann Tauwasser hast. Und da sorgt dann so ein Lüftungssystem dafür, dass permanent die Luft ausgetauscht wird und du eigentlich immer auf deinen 50-55% relativer Luftfeuchte bleibst. Was erstmal gut ist fürs Raumklima, also die Luftqualität steigt dadurch natürlich auch automatisch, das gehört da auch, das geht immer einher. Aber eben auch natürlich dann für solche Schimmelprobleme, die kann man damit auch aus der Welt schaffen. Alternativ auch zum Beispiel so ein Büro, Homeoffice, wo du den ganzen Tag im Büro sitzt und keinen Bock hast, ständig Fenster auf und zu. Auch da kann das natürlich sehr hilfreich sein oder auch in anderen Räumen des Hauses. Dafür sind dann dezentrale Lüftungssysteme gedacht. Die sind allerdings auch ein bisschen teurer. Da reden wir also schon eher so 200, 300 Euro aufwärts. Das kann man also durchaus bis zu 700, 800 Euro für so ein Gerät ausgeben. Da muss man immer so ein bisschen schauen, was man für eine Leistung braucht, was man wirklich möchte. Ja, wie gut soll das Ganze funktionieren? Das ist vor allen Dingen mein Tipp für vermietete Wohnungen, wo die Mieter über Schimmel klagen. Da würde ich gar nicht lange diskutieren. Ich würde da immer dezentrale Lüftungssysteme einbauen, dass zumindest dieses Lüftungsproblem nach einem Fenstertausch, dass das per se erstmal immer eliminiert ist, weil damit kannst du eigentlich schon wahrscheinlich 90% der Probleme tatsächlich lösen. Ja, und damit kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und ein Fazit von meiner Seite. Da wir sehen, Schimmel entsteht schon relativ schnell in einer Wohnung, aber deswegen muss man nicht automatisch gleich in Panik geraten. Man sollte mal schauen nach der Ursache. Ist es ein bauliches Problem? Ist es tatsächlich vielleicht mein eigenes Verhalten? Was könnte zu dem Schimmel geführt haben? Und eben den Tipps entsprechend, die ich eben gegeben habe, dann mal zu überlegen, wie könnte man dann handeln, um den Schimmel wieder loszuwerden. Wenn alle Stricke reißen, dann könnte man sich über die baulichen Änderungen Gedanken machen. Das ist allerdings auch alles.
alles, sage ich mal, durchaus im unteren Preisbereich zu bewältigen, sodass das jetzt keinen Totalschaden darstellen würde. Und naja, mal so, ich sag mal, die alte Blümchentapete aus dem Schlafzimmer zu entsorgen, kann ja vielleicht auch mal ganz erfrischend sein. Ja? Denkbar ist natürlich auch eine Kombination von mehreren Varianten, ja, dass man also zum einen zwar mehr auf sein Verhalten achtet, aber trotzdem vielleicht ein Abluftsystem installiert in der Küche und im Bad. Ja? Oder wenn man eben Bock hat, mal den Kalkputz aufzubringen, dass man Kalkputz macht plus eben eigenes Lüftungsverhalten. Klar, ihr könnt natürlich die Vorschläge so kombinieren, wie ihr möchtet. Je mehr ihr miteinander kombiniert, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass ihr nie wieder etwas mit Schimmel bei euch in der Wohnung am Hut habt. Naja, so wie jedenfalls von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen. Na, wenn ihr da jetzt vor so einem Problem steht, wenn irgendwas noch sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. An der Stelle auch noch ein dickes Dankeschön an alle, die mein letztes Video kommentiert haben und da auch vielleicht mal ein Like dagelassen haben. Das hilft mir immer sehr hier für meinen Kanal, für die Unterstützung, für meine Videos. Deswegen dickes, fettes Dankeschön an der Stelle. Das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann, Leute. Ciao, ciao.